Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Etronus wieder am Start und zwar in der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal wieder um eine kleine Kinderkamera. Und zwar dieses Mal in einem schönen Einhorn-Design. Und dieses Mal gucken wir uns das Ganze wieder zusammen an. Es gibt die Kamera in zwei verschiedenen Farbausführungen. Einmal in lila und einmal in rosa-pink. Dementsprechend gucken wir uns das Ganze jetzt natürlich auf den ersten Blick mal an. Wir haben hier im Lieferumfang alles dabei, was wir sozusagen brauchen. Wir haben einmal die Kamera, eine 32 GB Speicherkarte. Dann natürlich auch noch eine Trageschlaufe, damit das kleine Gerät nicht runterfallen kann. Und das Gute daran ist, sie ist so klein, dass sie für Kinderhände ideal aufgebaut wurde. Wir schauen mal direkt auf den ersten Blick drauf. So sieht die Kamera direkt aus. Hat hier so ein wunderbares Design. Das könnten wir selbstverständlich jetzt hier abziehen, aber dann sieht die Kamera natürlich weniger cool aus. Das heißt, wir lassen sie jetzt hier erstmal ganz. Hier an der oberen Seite können wir ganz natürlich einfach nur dieses kleine Trageband hier befestigen. Dann können wir uns das Ganze entweder als Handschlaufe hier umbinden oder natürlich um den Hals hängen, um Carla Kolumna natürlich Konkurrenz zu machen. Wir haben ein schönes Display auf der Rückseite, wir haben eine Frontkamera und wir haben die Hauptkamera, wie wir das direkt jetzt hier schon mal so sehen. Hier ist überall so ein bisschen was so squishmäßig eingebaut, das heißt, wir können direkt drauf rumsquischen. Es ist alles luftgepolstert, da kann also nichts passieren. Blitzlicht oder LED haben wir nicht. Hier haben wir dann den Ein- und Ausschalter, den halten wir mal direkt gedrückt. Und wenn wir das gedrückt haben, dann wollen wir mal ganz kurz auf den ersten Blick drauf schauen, wie das denn hier so funktioniert. Als da müssen wir natürlich erstmal die Display-Schutzfolie abziehen. Zack, die ziehen wir ab und kleben sie erstmal an die Seite. Und dann haben wir jetzt hier die individuelle Bedienung, wie man hier so schön sieht. Das geht links, rechts, runter, hoch. Und wenn wir hier auf den OK-Button drücken, kommen wir direkt schon da in das Menü, wo wir ein erstes Foto machen können. Zack. 32 GB Karte wurde erfasst, 14.535 Fotos können wir machen, 20 Megapixel soll die Kamera unterstützen, das ist aber hochinterpoliert, das werden wir uns auch in echt dann nochmal mit der Qualität anschauen. Was auch hier wieder cool ist, wir haben so ein paar Farbfilter eingebaut, das heißt, wenn du hier drückst, sind die verschiedenen Filter dabei, ihr seht das ja jetzt schon hier, alles mögliche von Sepiafarben, Schwarz-Weiß. Dann Spiegelmodus, das heißt, wenn wir das Ganze jetzt hier ein bisschen weiter wegschieben, dann seht ihr das jetzt hier ganz gut. Dann kommen hier so verschiedene Bilderrahmen mit durch und dementsprechend ist das auf jeden Fall genial gelöst und auf jeden Fall zur Spielerei einladen. Guck mal, ihr könnt euch sogar eine Schleife hier oben auf dem Kopf drauf fotografieren oder eine Kürbisbrille. Das funktioniert auch oder einfach nur ein paar Hörner. Also genial. Also das ist auf jeden Fall auf Kind angelehnt. Ein Schnurrbart klappt natürlich auch mit dabei. Auch noch eine Batman-Brille. Oder ihr lasst euch einfach verzaubern, indem einfach ein Chamäleon über euch drüber geht. Oder ihr seid im Clownenmund. Also völlig verrückt. Die Filter, die sind natürlich gar nicht so schlecht. Müsst ihr dann selber einstellen, indem ihr die Reichweite sozusagen dann hier variiert. Guckt euch das mal an. Hier könnt ihr verschiedene Kostüme dann mit ausprobieren. Dementsprechend auch keine schlechte Idee. Und das hört auch gar nicht auf. Hier als Benjamin Blümchen sogar als Feuerwehrmann. Das hat man echt gut überlegt. Und ihr seht ja, es sind wirklich viele. Auch hier wieder als Krone oder als Astronaut auf einer Wiese, als Geschenkpaket und so weiter und so fort. Also da kann man wirklich gar nicht aufhören. Ich wusste es davon. Ah ja, jetzt sind wir einmal durch. Das war's. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es sind weit über 20 verschiedene Optionen gewesen. So, wenn wir nach links gehen, haben wir dann einmal die Auslösung, den Auslösemodus. Das heißt, 5 Sekunden spielen runter und dann löst die Kamera automatisch aus. Zack. Dafür könnt ihr sie irgendwo draufstellen, denn sie hat leider kein Stativgewinde an der unteren Seite. Aber das ist jetzt auch nicht weiter verwerflich. Wenn wir das wieder ausschalten, dann haben wir die 5 Sekunden halt deaktiviert. Wichtig ist, wenn das Zeichen ist, 5 Sekunden warten. Wenn so, dann zack, direkt ein Foto machen. So, wenn wir dann den rechten Button drücken, dann drücken wir einfach mal drauf. Dann haben wir hier die vordere Kamera aktiviert. Das heißt, die ist hier vorne direkt drinne und damit könnt ihr dann auch noch Fotos auflösen. Oder wir schwenken direkt wieder auf die Hauptkamera. Ja, das haben wir damit gesehen. Und wenn wir hier gucken, da haben wir wieder die Filter, die wir individuell einstellen können. Unten rechts ist das Batteriesymbol noch direkt eingestellt. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit zu zoomen. Da kommen wir wieder ins Hauptmenü, aber ich weiß nicht, wie man den Digitalzoom hier ansteuern kann. Das heißt, wenn wir jetzt hier einfach mal gedrückt halten, mal sehen, ah, okay, gedrückt halten, das ist genau das Stichwort. Und wenn du wieder zurückgehst, dann zoomst du sozusagen wieder raus. Wenn wir jetzt hier wieder gedrückt halten, passiert eigentlich gar nichts, weil die beiden Schalter sind unwichtig. Aber zum Zoomen, ihr seht das im Digitalzoom, das funktioniert auf jeden Fall so sehr gut. Ein Autofokus hat die Kamera nicht, die ist eigentlich immer gleich scharf. Also das heißt, egal wie weit wir rangehen, da wird dann nichts vorne im Objektiv nachgestellt. Wenn ihr jetzt so schießt, dann ist das Foto natürlich auch unscharf.
So, wir gehen mal rüber. Dann haben wir die Möglichkeit, noch einen Videomodus auszuprobieren mit 1080p, das ist Full HD. Da wird das Ganze dann also unterstützt. Wir könnten eine Slow-Mo-Funktion mit einblenden, also das würde möglich sein, oder auch eine Fast-Slow-Funktion oder wie auch immer. Hier können wir wieder die Filter durchwechseln, hier können wir dann aber nicht zoomen. Also das ist schon mal klar. Unten runtergedrückt ist Bildschirmschoner bzw. Energiesparmodus, also da kannst du leider dann nicht den Filter zurücksetzen. Wir müssen jetzt sozusagen alle Filter einmal durchgehen. Aber hier gucken wir, bei dem Videomodus gibt es auch wirklich nur die Farbfiltervariation. Aha. Und hier kannst du dann natürlich ganz einfach wieder auf die Frontkamera schwenken. Zack, dann wieder zurück. Da können wir also das Video auch drüber aufnehmen. Und wenn wir jetzt hier wieder ins Hauptmenü gehen, dann kommen wir hier zum Beispiel auf den Play-Modus. Also hier könnt ihr nach links und rechts durchswitchen, welche Fotos ihr schon bereits geschossen habt. Das ist soweit keine große Kunst. Und ihr könnt natürlich auch MP3-Musik hier drauf spielen auf die Kamera. Es ist jetzt noch keine drauf, aber hier ist ja ein integrierter Lautsprecher irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo genau. Hier oben an der Seite. Nee, genau, hier ist der USB-Port. Und irgendwo hier wird sich der Lautsprecher versteckt haben. Und da kommt dann die MP3-Musik raus. Aber wir haben auch keinen Kopfhöreranschluss. Also nur das ganz kurz als Information. Wir können selbstverständlich über Micro-USB aufladen und die Daten rausziehen. Oder natürlich per Micro-SD-Karte einen erweiterten Speicher noch einsetzen. Funktioniert also auch soweit sehr gut. Dann haben wir natürlich hier auch noch einen Game-Modus mit drinne. Wir haben einmal Snake mit dabei und Pushbox. Das sind, ach, und Tetris, die drei Spiele, wie wir das beim letzten Mal auch schon gesehen haben. So, jetzt habt ihr hier die Möglichkeit zu spielen. Ah ja, okay. So, also nach oben drücken. Habt ihr gerade gesehen. Dann dreht sich das Ganze hier. Also das war natürlich fetzig. Also finde ich genial, dass es so bei so einer Kamera eingebaut ist. Wir können es ja mal ganz schnell übertreiben. So, dann könntet ihr jetzt hier sozusagen... Oh, versaut. Egal. Aber auf jeden Fall Tetris mitspielen. So, wir machen jetzt das Level einfach mal ganz schnell Game Over. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Gehen wieder in den Game-Modus. Der ist dieses Mal nicht gesperrt. Snake-Modus finde ich auch ziemlich cool. Das heißt, ihr könnt hier ganz normal Snake mitspielen. Das war bei der Kinderkamera auch möglich, die zum Beispiel eine Druckfunktion hatte. Also so, ich sag mal, als kleiner Unterhaltungswert ist es gar nicht so schlecht, dass man hier einfach zwei, drei Spiele mit eingebaut hat. Da kann man das Ganze dann einfach nochmal probieren. Ihr seht ja selber, ist möglich, damit zu spielen. Einfach nur, damit man mal ein bisschen beschäftigt ist. So, wir gehen wieder zurück ins Menü. So, gehen wieder unten auf Exit. Dann hätten wir jetzt hier noch dieses Pushbox. Das gucken wir uns aber jetzt nicht weiter an, denn wir gehen nochmal in die Einstellungen rein. Hier sieht man die Auflösung. 48 Megapixel maximal, 20:18:16, ist aber alles hochinterpoliert. Das klappt leider nicht so, wie man denkt. Denn wie gesagt, bis auf 2 Megapixel könnten wir jetzt hier runtergehen. Aber das reicht auch vollkommen aus. Die Auflösung ist halt für so eine Minikamera in Ordnung. Sie ist ein bisschen pixelig, wie ihr jetzt hier so seht. Blende ich euch mal ein paar Fotos ein, dann ist das soweit ganz gut. Wir haben in VGA 640x480, 720p ist HD Ready oder 1080p ist halt Full HD. Würde ich jetzt so drinnen lassen, sieht trotzdem nicht ganz so aus. Ihr werdet es jetzt gleich an der Stelle nochmal sehen. Ein Zeitstempel könnt ihr ein- oder ausblenden, dann wird das im Video oder im Foto direkt mit eingeblendet. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel durchgehen, haben wir natürlich auch alles Mögliche in der deutschen Sprache oder in verschiedenen anderen Sprachen möglich. Die Bildschirmhelligkeit lässt sich einstellen bis auf Stufe 8. Das war also die maximalste Helligkeit, würde ich auch so drinnen lassen. Müsste halt dann einmal öfters aufladen, automatisch ausschalten nach 5 Minuten und nach 2 Minuten geht das Display automatisch aus. Und hier lässt sich die Lautstärke direkt einstellen. Das würde ich erstmal deaktivieren, aber bei den Kids ist das halt cooler, wenn man direkt hört, dass auch eine Feedback-Wiedergabe jetzt funktioniert. So, wir könnten jetzt hier entweder die 32 GB formatieren oder auch nicht. Hier können wir die Zeit nochmal direkt einstellen. Die müsste ich auch nochmal nachstellen, sonst passt das jetzt hier gerade gar nicht. Standardwerte oder wie gesagt, wenn wir jetzt hier reingehen, welche Versionsnummer wir von der Kamera haben. Ja, also alles in allem eine wirklich schöne Kamera, die wirklich handtellergroß ist gerade mal. Für Kinderhände ideal und minimal ist. Dafür reicht es auf jeden Fall aus. Die Fotoqualität ist, ich sag mal, ganz in Ordnung. Man darf halt nicht vergessen, wir haben jetzt hier ein Produkt, welches 39,99 kostet und wie gesagt, mit 32 GB Speicherkarte schon daherkommt, mit einem Trageschlaufenband, mit einem kleinen normalen Halsband, wenn man das so möchte, damit die Kamera nicht runterfällt. Wie gesagt, es sind drei verschiedene Farben. Es gibt rosa und weiß, dann gibt es rosa und lila und weiß. Hier ist an der Stelle die rosa und weiß Funktion. Das sieht man jetzt hier ganz gut.
Also diese hier oben, wir haben das alles integriert. Dann gibt es, wie gesagt, noch dazu ein Micro-USB-Kabel. Das ist noch mit dabei. Die Speicherkarte ist schon in der Kamera direkt drin. Es gibt auch jetzt hier wieder ein paar lustige Sticker, die man dann, wie gesagt, zum Sticker nutzen kann. Aber wir können ja hiermit zum Beispiel nicht irgendwas ausdrucken. Und wir haben natürlich zu guter Letzt noch einen USB-Reader, also einen Card-Reader, Micro-SD-Karte hier rein. Mit USB 2.0 können wir die Daten dann hier individuell und schnell auslesen. Das soll es an der Stelle erstmal gewesen sein. Ich bin dann an der Stelle erstmal raus. Wir sehen hier, für unter 40 Euro haben wir auf jeden Fall eine coole kleine Kamera, die auf jeden Fall die Kinderherzen höher schlagen lässt und dementsprechend das Ganze auch wirklich lustig daherkommt. Denn wie gesagt, wer auf Einhörner steht, dem gefällt auch locker bei hier das Einhorn-Design. Dann verlinke ich euch das Ding unten in der Videobeschreibung, sage ciao, bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen.